Heute möchte ich meine neue Actionkamera GoPro Hero 5 vorstellen. Habe sie bei Amazon gestern bestellt und heute ist sie schon da. Das gute Stück ist erst seit Oktober 2016 auf dem Markt. Ich werde es kurz machen und die Sachen erwähnen, die für mich wichtig erscheinen. Aus dem kleinen Plastikgehäuse muss man sie herausnehmen, um an den Akku und die Mini-SD-Karte einzusetzen. Um an die Mini-USB- und Mini-HDMI-Buchse zu kommen, muss man diese Abdeckung entfernen, indem man hier drückt und dann die Klappe rauszieht. Geht ein bisschen schwer, da sich darunter eine Dichtung befindet, da ja die Kamera bis 10 Meter unter Wasser wasserdicht sein muss. Ebenso funktioniert auch diese Klappe, um den Akku und die Mini-SD-Karte einzusetzen. Die Maße der Kamera sind 6 x 4,5 x 2,5 cm. Hier seitlich lässt sich nun die Kamera durch etwas längeres Drücken einschalten. Man kann nun an dem Display seine Einstellung vornehmen. Mit Tippen, Wischen von links nach rechts oder rechts nach links, von oben nach unten, jeweils unterschiedliche Anzeigen auf dem Bildschirm sehen. Wenn die Kamera eingeschaltet ist, kann man durch jeweils einmal drücken auf Video, Foto, Serienaufnahme, Zeitraffer, Video umschalten. Da man sich ja auf vielen Videos bei YouTube eine genaue Bedienung ansehen kann, möchte ich hier nur die wichtigsten Details erwähnen. Man kann also hiermit in 4K nur mit 25 bzw. 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Und das nur in Weitwinkel ohne Stabilisierung. Nimmt man nur mit 2,7K auf, so kann man über BAL-Einstellung auch mit 50 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Außerdem hat man dann noch die Möglichkeit, weit, mittel und linear einzustellen. Auf linear fällt dann der Fischaugeneffekt weg und man hat originalgetreue Aufnahmen. Und zusätzlich hat man auch die Möglichkeit, die elektronische Stabilisierung einzuschalten. Was ich sehr nützlich finde, ist die Sprachsteuerung. So, wenn ich jetzt zum Beispiel Sprachsteuerung haben möchte, das hier oben der Kopf, den tippe ich an, wenn ein Kreuz ist, dann ist die Sprachsteuerung ausgeschaltet. Wenn ich den antippe, ist die Sprachsteuerung eingeschaltet. GoPro Videoaufnahme starten. GoPro Videoaufnahme stopp. GoPro Foto machen. GoPro Videomodus. GoPro Fotomodus. GoPro Serienfotos. Die Sprachsteuerung funktioniert sehr gut und nun geht es zur Stabilisierung der Videoaufnahmen. So, nun möchte ich euch noch zeigen, wie ich mit meiner GoPro Hero 5 ruckelfreie Aufnahmen machen kann. Dazu habe ich mir noch dieses Gimbal Z1 Braun auch von Amazon schicken lassen. Und dieses möchte ich euch jetzt noch mal kurz vorführen. Es wird also hier unten eingeschaltet, dann leuchtet hier oben eine blaue LED. So, ich drücke also den Modusschalter hier. Die Kamera richtet sich auf und bleibt in der horizontalen stehen, egal wie ich jetzt die Sache bewege. Ich gehe in den zweiten Modus, halte die Kamera in Richtung Aufnahmekamera, drücke wieder einmal und jetzt kann ich hier drehen. Es bleibt also die Kamera immer in der gleichen Richtung stehen, egal wie ich hier drehe.
So, drücke ich jetzt wieder einmal, kann ich wieder mitschwenken, kann allerdings hier auch nochmal hoch und runter fahren, Bewegung. Wenn ich jetzt zweimal drücke, kurz, dann lässt sich auch die vertikale Lage verändern mit jeder Bewegung, wie man hier schön sieht. Und jetzt kann ich hier mit den beiden Knöpfen noch die Lage in der Richtung verändern oder so verändern. Länger drücken, es wird abgeschaltet. Und unten muss man dann auch ganz ausschalten, einmal drücken. Hier zeige ich euch noch einmal, wie ich meine Kamera an den Gimbal befestigt habe. Da der zugehörige Originalbügel nicht über meine GoPro 5 passte, musste ich mir etwas einfallen lassen. Habe mir einen dünnen Streifen aus Plastik geschnitten und so meine Kamera befestigt. Hier seht ihr jetzt ein paar Aufnahmen mit 2,7K und 50 Bildern in der Sekunde. Finde, die Aufnahmen mit dieser kleinen Kamera können sich sehen lassen. Einen Nachteil gibt es noch, wenn man mit einem Gimbal arbeitet. Man hat ein Brummen auf der Tonaufnahme. Ich habe mir deshalb noch einen Adapter bestellt, damit ich ein externes Mikrofon anschließen kann. Doch leider ist der Adapter noch nicht lieferbar. Wie man hier schön sehen kann, sind die Aufnahmen ruckelfrei, trotzdem ich mit der Kamera hinterher laufe. Hier noch ein paar Aufnahmen mit 4K und 25 Bilder pro Sekunde. Man kann jedoch hier nur in Weitwinkel aufnehmen. Hier sieht man noch einmal, wie ruhig die Aufnahmen mit einem Gimbal sind, sogar ohne Stabilisierung der Kamera. Jetzt hoffe ich euch einen kleinen Überblick über die GoPro Hero 5 und den 3-Achsen-Gimbal Z1 Braun gegeben zu haben. Vielen Dank für euren Aufruf, bei Gefallen Daumen hoch.